Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es darum, auf welche Weise Markus Lanz und die Öffentlich-Rechtlichen massiv, beständig grünen Wahlkampf betreiben oder besser ausgedrückt das grüne Narrativ stärken, sodass auch andere Parteien sich grünen Positionen annähern oder dies überhaupt erst vertreten. Jetzt denken manche vielleicht, so einfach kann man das doch gar nicht sagen. Markus Lanz hat doch Annalena Baerbock hart rangenommen, wegen dem Buch. Der stellvertretende grüne Fraktionsvorsitzende, ihm wurde nichts erspart. Markus Lanz hat immer nachgehakt, er hat nicht locker gelassen. Er hat jede Kleinigkeit beleuchtet und hat auch große Fehler, Schwächen, hat er dem Publikum wiederholt deutlich gemacht. Und das nicht mal eben kurz, sondern über eine lange Zeitspanne, sodass es sich eingeprägt hat bei den Leuten. Tatsächlich ist es aber so, dass durch diese Art und Weise die Täuschung nur aufrechterhalten wird. Das heißt, die Grünen-Wahlwerbung nur umso mehr bestärkt wird. Das klingt zunächst wie ein Widerspruch, aber Lanz und die Öffentlich-Rechtlichen leben von der Glaubwürdigkeit. Wenn Baerbock immer wieder Fehler macht und die Medien in Zukunft, wenn jetzt angenommen Baerbock wurde Kanzlerin und die Grünen würden das auf diese Weise weitermachen, dann müssten die Medien das dauernd vertuschen und das würde ihre Glaubwürdigkeit langfristig massiv gefährden. So wurden zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Lanz kann sich als unabhängig darstellen, er stärkt seine Glaubwürdigkeit und auch in Zukunft bekommen die Medien weniger Probleme, weil sie mit professionellen Politikern arbeiten können. Wie aber nun findet die Grünen-Wahlwerbung statt? Lanz stellt doch nur Fragen. Aber welche Fragen er nicht stellt, darauf kommt es an. Baerbocks Buch, ihrem Lebenslauf und so weiter. Und das ist nur stellvertretend eigentlich für alle Lanz-Sendungen. Fridays for Future zum Beispiel. Hat was verändert. Wirklich richtig was nur, bewegt. Wenn es nur Fridays for Future gäbe und keine... es muss umgesetzt werden in Institutionen. Genau, es muss umgesetzt werden. Dann kann ja nichts mehr umgesetzt werden. Das ist ja der wichtige Punkt. Also, ich traue der jungen Generation wohl zu, dass sie es schaffen, diese so wichtige Entscheidung, wie Sie sie gerade genannt haben, auch zu treffen. Es geht hier nicht darum, zu sagen, die Jungen denken nur an das Klima und die Alten tun es nicht. Es gibt genug alte Menschen, ich als Beispiel Parents for Future, klar, die setzen sich auch für Klimagerechtigkeit ein. Und ich glaube, was wichtig ist zu sagen, ist, dass wir Schulter an Schulter, alle Generationen, die wirklichen Aufgaben dieses 21. Jahrhunderts angehen. Also für mich gibt es kein Weiter-so. Für mich bin ich auch so enttäuscht. So, wieso steht das jetzt schon wieder in Verbindung mit der ganzen Industrie? Frau Hamburger, bevor Herr de Maizière gleich heftig widersprechen wird, wie sehen Sie das? Also... Ich glaube, man darf bei der CDU auch nicht vergessen, dass sie eben, das sind nicht die Grünen. Was fällt hier auf? Tabea Engelke kann hier minutenlang reden. Es kommt keine kritische Zwischenfrage. Es könnten hier nach jedem Halbsatz Gegenfragen gestellt werden. Vor allen Dingen werden ja die wichtigen Fakten ausgespart. Klimaerwärmung. Wie sieht es denn aus mit der Hockeyschlägerkurve? Im Mittelalter. Es gibt zahlreiche Hinweise darauf, im Mittelalter war es wärmer. Die Modellrechnungen waren falsch. Ich habe es ja schon alles im letzten Video erwähnt. Besonders bedeutend sind Climate Gate, die Fälschungen, die nahelegen, dass also keine richtige Forschung mehr betrieben wird. Es ist daran zu denken, schon vor 2016, vor dem Prozess, also in den 2000er Jahren, gab es ständig Hinweise darauf, dass die Hockeyschlägerkurve, dass nicht richtig gearbeitet wurde. Die Kritiker wurden aber ausgebotet. Aber spätestens nach dem Prozess, als Michael Mann nicht vorlegen konnte, wie er diese Kurve erstellt hat und dass sich der IPCC auf diese Kurve gestützt hat, die so, ja, im Grunde es schon absurd ist, wie gleichförmig es das Klima vorher war und es in den letzten 100 Jahren ganz steil bergauf gegangen sein soll, dass diese Kurve ausgewählt wurde, im Gegensatz zu anderen vorhandenen Kurven und auch zu Hinweisen, das wirft eigentlich schon die ganze Glaubwürdigkeit des IPCC und dieses ganzen Wissenschaftszweigs über den Haufen. Dass diese Kurve ausgewählt wurde und dass sie nicht kritisch hinterfragt wurde, wir in den Medien davon nichts gehört haben, das beseitigt jede Glaubwürdigkeit. Markus Lanz spart das komplett aus. Und es gibt ja noch viel mehr Hinweise mit den Modellrechnungen, dass die Modellrechnungen dauernd falsch waren, dass das Klima zu kompliziert ist, es vorherzusagen. Die Widerlegung der Treibhauseffekte, Scheuschner-Gerlich, aber auch schon 1909, dass schon in einem praktischen Experiment der Treibhauseffekt widerlegt wurde.
der Treibhauseffekt jetzt auch nicht mehr so genannt wird, sondern eher bei Wikipedia Glashauseffekt heißt. Das heißt, den Treibhauseffekt, den soll es nur in der Atmosphäre geben. Dafür gibt es aber überhaupt keinen Beweis, dass er groß wirksam ist. Im Gegenteil, wurde in der Praxis nahegelegt, dass es nicht der Fall ist. Dazu kommt die Eigenschaft von CO2, dass wir einen Tagesgang von CO2 haben, dass wir einen Jahresgang von CO2 haben, dass CO2 schwerer ist als Sauerstoff, er zu Boden fällt. Und es ja nicht so ist, also wie dargestellt, dass wir also irgendwo oben so eine glatte Schicht haben, die sich dann also kontinuierlich verengen würde, wenn das CO2 ansteigt und dass wir sozusagen dann mit zunehmendem CO2 dann also eine zunehmende Erhitzung haben. Sondern das CO2 ist überall irgendwie gestreut, absorbiert das, strahlt es in alle Richtungen ab. Das ist natürlich, das ist einfach für den Laien zu kompliziert. Also es ist ja wird dieser Eindruck erweckt, ja, das wird dann gespiegelt und das kann man dann ausrechnen, man kann es aber halt genau nicht ausrechnen. Was das für Folgen hat, ob es überhaupt relevante Folgen haben, und es spricht ja ganz viel dafür, dass es eben keine relevanten Folgen hat. Es sind schon so viele Widersprüche da, dass also jedenfalls mein Glaube an diese, ja, an die Redlichkeit, also es ist im Grunde gar nicht der Glaube an die Theorie, sondern es ist der Glaube daran, dass die Leute, die diese Theorie verbreiten, dass diese Leute selbst dran glauben. Dieser Glaube fehlt mir. Sondern es wirkt so, es wird hier was verbreitet, diese Leute verbreiten was, aus irgendeinem Grund. Sie glauben selbst nicht daran. Und es zeigt sich jetzt ja auch, der Begriff Treibhauseffekt wird vermieden. Die Leute sprechen immer nur vom Klimawandel, Klimawandelleugner, obwohl es da überhaupt niemanden gibt, der den Klimawandel leugnet. Die Glaubwürdigkeit wird außerdem massiv beschädigt durch die 33-Grad-Behauptung, die Gerlich und Scholschner in ihrer Arbeit ebenfalls aufgreifen. Zunächst erscheint es ganz einleuchtend. Ja klar, wir haben 15 Grad Weltdurchschnittstemperatur und ohne die Treibhausgase haben wir 33 Grad weniger, minus 18 Grad. Und das kann man natürlich ganz einfach berechnen. Aber tatsächlich erscheint dieser Wert gar nicht ausrechenbar, wenn man sich mal ein bisschen damit beschäftigt. Es wird ja der Vergleich zum Mond herangezogen. Seht her, am Mond, wir messen die Temperatur am Mond, da gibt es keine Atmosphäre, da gibt es keine Treibhausgase, also ganz einfach, klar, wir vergleichen die Temperatur und wir sehen, auf dem Mond ist es 33 Grad kälter. Was aber wird auf dem Mond gemessen? Auf dem Mond wird die Bodentemperatur gemessen. Die Atmosphäre spielt aber abseits von irgendwelchen Treibhauseffekten eine ganz maßgebliche Rolle. Wenn Luft über den Boden streicht, dann nimmt die Luft Wärme vom Boden auf. Die Luft trägt diese Wärme weiter und reibt sich zum Beispiel an irgendeinem Gegenstand. Also wir kennen ja Wind und dann sehen wir ja, wie sich Bäume bewegen. Das bedeutet aber nichts als Reibung und bei jeder Reibung wird Wärme frei. Das heißt, der Boden gibt die Wärme, statt sie in den Weltraum völlig abzustrahlen, wird sie zunächst an die Luft weitergegeben und die Luft trägt sie zum Baum. Und dann entsteht die Reibung am Baum. Und so ist das überall, also auch mit Wasser. Also beispielsweise das Wasser fließt den Berg runter und das Wasser wird beständig gebremst. Also es wird ja sonst immer schneller werden und durch die Reibung wird wiederum Wärme freigesetzt. Das merkt man kaum, weil Wasser viel Energie benötigt, um erwärmt und abgekühlt zu werden. Tatsächlich findet eine beständige Erwärmung statt oder auch wenn Wellen brechen am Strand. Immer wenn Reibung entsteht, entsteht Wärme, auch wenn wir das nicht bemerken. Jetzt kann man sich vorstellen, die Atmosphäre, jede kleine Erhebung und auch noch andere Prozesse, wie mit dem Wasser, sie halten die Wärme in der Luft. Und wie will man das ausrechnen? Wie will man das ausrechnen, dass es 33 Grad sind? Das ist natürlich vollkommen unmöglich. Und das stellen Gerlich und Scholschner in ihrer Arbeit auch dar. Und allein diese simple Behauptung, das ist hier ganz einfach auszurechnen, die 33 Grad, dass das den Schülern verkauft wird. Das zeigt jedenfalls für mich, dass das Täuschung ist, dass das unglaubwürdig ist. Weil warum macht man so einfach so eine Behauptung? Wozu ist das nötig? Ich finde es wirklich erschreckend, in was für einem Land wir leben. Man denkt Wissenschaftsfreiheit aber wenn man genauer hinguckt, ja, es ist also die ganzen Schulbücher, das ist wahrscheinlich alles Quatsch. Es ist einfach furchtbar. Jedenfalls, Markus Lanz lässt dieses Tobias Engelke reden und da